müssen wir jetzt lang. Bremen, Dortmund, Paderborn. Ja, könnte schon sein, oder? Ja, ist auch so. Wunderbar. Natürlich, hier ist jetzt erstmal 80. Was auch sonst. Warum auch immer. Aber dann wollen wir uns natürlich erstmal daran halten, bevor unsere überaus mega aufmerksamen Fahrgäste, die ständig ein Auge auf dem Tacho haben und eins auf der Straße, um uns freundlichst darauf hinweisen zu können, dass wir doch mal wieder viel zu schnell oder viel zu langsam unterwegs sind. Denn das ist ein Fahrgasthobby. Habe ich so manchmal den Eindruck. Den ich auch. Das haben die ja echt drauf. Also die sehen ja sofort, ne? 3 km/h überschritten und zack wird dir ein Spruch reingewürcht, als gäbe es kein Morgen. Naja. Ist halt so. So, jetzt wollte ich gerade auf die linke Spur rüber. Wäre eine schlechte Idee gewesen, weil dann jetzt wieder geknallt. Jetzt gucken, ob ich den... Ja, ich habe den Tempomaten erwischt. Sehr schön. Den Tempomaten. Den Tempomat. Bitte was? Verschwindibus? Okay. Super. Schwupp und weg. Ob die das im Patch, in den Patch Notes mit Performance-Verbesserung meinen? Schwupp und weg. Das ist besser für die Performance. Da war ein Raststättenschild. Jetzt ist die Frage, ist es... Ja, die Frage hat sich erübrigt. Es ist eine Raststätte. Denn sie zwingt uns mal wieder, wie schon erwartet, ich weiß nicht, was das war. Wahrscheinlich ist uns hinten jemand draufgefahren. Weil wir haben den vorne nicht berührt. Das halte ich für ausgeschlossen. Puh. Hammer. Der hat uns aber ganz schön ausgebremst, ey. Junge, Junge. Ja, mal gucken, ob unser Licht beanstandet wird oder ob das in Ordnung ist, so wie ich das jetzt habe. Okay, ist in Ordnung, ja. Wunderbar. Dann haben wir ja kaum was zu befürchten. Nö, sieht einigermaßen gut aus. Ja, bis auf die paar Fahrgäste, die sich da wieder nicht anschnallen wollten. Immer das Gleiche mit euch, Leute. Immer das Gleiche. So. Dann geht's weiter im Text hier. Nicht wahr? Diese Polizeikontrolle hätten wir dann auch erledigt. So. Wunderbar. Ja, das mit diesen Verbesserungen von wegen, also Patch Notes von wegen Rückspiegel und so. Wir haben immer noch das Licht. Alles verschüttet. Was? Danke. Wir haben immer noch das Licht im Rückspiegel. Ich weiß nicht, ob da eine Verbesserung ist. Ist mir jetzt. Ja, oder es kommt, es liegt sich vielleicht auch daran, dass der Dienst,
die Sonne so tief steht, weil wegen November und so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dortmund, Paderborn, Bremen, Osnabrück, ja, dann werden wir wohl gleich hier rechts runter Richtung Paderborn fahren müssen, fürchte ich, ja. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Okay. Dann machen wir das doch. Nicht wahr? Folgen wir doch einfach mal den Anweisungen des Navigationssystems. Denn wofür haben wir das schließlich? Richtig, zum Navigieren. Das ist unser Navigationsoffizier. Jawohl. Der einzige, den es neben dem Captain hier an Bord des Tetrabusses gibt. Also der einzige Offizier. Ach, habe ich euch alle genatzt. Har, har, har. Ja. Wunderprächtig. Ach, da war wieder. Ja. Der wunderbare Tempomat will wieder nicht rein. Nein, 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 er will mich wieder ärgern. So, Hamburg über Köln irgendwas, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jut, jut. Aber mit dem Wetter haben wir. Ja, die Wetterwechsel sind wirklich weniger geworden. Ist eigentlich. Ja, also ein bisschen häufiger dürften sie schon da sein, finde ich. Schauen wir mal, was das jetzt wieder mit den Polizeikontrollen gibt. Nicht wahr? Ob die auch wieder so wahnsinnig häufig sein werden. Also quasi an jeder Raststätte. Weil das fände ich dann jetzt auch nicht so toll. Aber wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Leute, ihr fahrt aber auch bitte 80, ja? Fuck. Ich finde das nicht gut, dass ich näher komme. Ist klar. Boah, blöder. Mann, 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 Mann. Nein. Kollege. Kollege Sonnenschein. Hören's. Gut. So. Beschleunigen. Ja, können wir beschleunigen? Oder werden wir gleich wieder eingebremst von der Polizei? Oder ist das nur ein Tankparkplatz? Das
Schauen wir jetzt mal. Also eine Tankstelle sehe ich auf jeden Fall. Ja, kein Rastplatz. Was? Und wieder verschwinden sie. Kein Rastplatz, keine Polizeikontrolle. Also die Polizeikontrolle gibt es auch nur dort, wo Rastmöglichkeiten sind. Könnte man fast sagen, das wäre dann unser Hinweisgeber quasi. Schon wieder? Überholverbot. Na, der hat sich aber auch ans Geschwindigkeitsgrenze. Ich krieg hier noch eine Thrombose. Begrenzung gehalten. Ich krieg hier noch eine Thrombose, ja. Ich auch. Also. Ja, wollen wir hoffen, dass gleich, aber müsste eigentlich, oder? Oder hätten wir die letzte echt nehmen müssen, um zu rasten? Eieieiei. Nicht, dass wir jetzt wieder hier 7000 Millionen Kilometers fahren müssen. Bis zum nächsten Rastplatz. Dann machen wir endlich mal Pause. Gleich. Also ich versuche, so schnell als möglich einen Rastplatz für uns zu finden. Ich habe schon meine Nase ausgefahren, um ihn zu erschnuppern. So. Und erstmal Paderborn. Was ist geradeaus? Ne, das ist Erfurt-Kassel-Meinsch. Ja, ich denke, wir bleiben hier links und fahren geradeaus Richtung Erfurt und Leipzig weiter. Nicht wahr? Ja, danach sieht es aus. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Du könntest, wenn du möchtest, auch aussteigen einfach so. Soll ich kurz die Tür öffnen, dass du raushüpfen kannst? Da kannst du dir dann auf der Autobahn problemlos deine Füßchen vertreten. Oder aber auch verknacksen, man weiß es nicht. So. Was? Wird aber schon finster hier. Dann machen wir endlich mal Pause. Wir machen Pause, sobald es uns möglich erscheint. Eine Pause einzulegen. Verschwindet doch einfach mal wieder. Vielen Dank. Ich fähre nicht an. Oh. Entschuldigung. Vielleicht sind sie auch deshalb verschwunden. Leider nein, es war kein Rasthof, es war ein Friedhof. Aber da könnten wir dich ja auch eventuell abladen. Du musst nur einen Ton sagen. So. Kassel. Kassel? Okay. Dann eben Kassel. Stimmt, Kassel kommt demnächst als neue Stadt dazu. Im Moment gibt es diese noch nicht im Fernbus. Aber sie soll kommen. Ich würde gern mal eine Zigarette rauchen. Ja, ist leider ein Nichtraucherbus, also. In den Pausen darfst du auch nicht rauchen. Ich werde das kontrollieren. Es ist. Das ist nicht die Rauchentwöhnungstour. Also, das war vielleicht dein größter Fehler.
stand da jetzt? Nein, ich glaube, wir müssen hier hin, ja. Genau, bei Frankfurt. Ist dann doch zu weit südlich, da wollen wir nicht hin. Aber ein Rastplatz wäre jetzt wirklich mal. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Wir haben wieder ein Problem. Aber das löse ich gleich ganz schnell. Bis gleich. Ja, so. Also, ich probiere das Ganze jetzt nochmal. Ja, wir können wieder nicht rasten. Hallo und herzlich willkommen. Nee. So, das Ding ist nämlich folgendes. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich den Bus hier abgewürgt habe. Dann gespeichert. Also habe ich gespeichert, wieder geladen. Und jetzt sind wir wieder hier. Ja, Hustekuchen. Ich war nämlich schon kurz vor Halle. Das ist kein Elchtest. Ja. Aber kurz vor Halle hat... Wann machen wir endlich mal Pause? Kurz vor Halle hat mir der Fernbus-Simulator... Werden wir von der Polizei verfolgt? Ach du Heilige. Huch. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Kurz vor Halle hat sich der Fernbus-Simulator mit einem lustigen Hallo, Fatal Error verabschiedet. Ja. Und das fand ich ehrlich gesagt nie so lustig. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Und wir werden sehen. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Ja, das würden wir alle gerne. Aber es hat den Anschein, als dürften wir nicht. So. Deswegen werde ich auch gleich, wenn wir in der Nähe dieser Stelle sind, kurz vorher nochmal wieder... Boah, was macht der denn jetzt da? So. Bin ich aber echt leid. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Die Füße vertreten, ja. Ja, genau. Ich werde dann kurz vor Halle nochmal speichern und mit Glück... Ja, mit etwas Glück schaffen wir es nach Halle rein. Wie ihr hier sehen könnt, also rasten. Rasten ist nicht. Es gibt kein Symbol fürs Rasten. Ja, es gibt aber wieder verschwindende Fahrzeuge. Das gibt's. Nur rasten ist halt nicht. Oh, und hier werden wir wahrscheinlich heruntergelotst. Nicht wahr? Ja, was heißt wahrscheinlich? Ich bin ja gerade hier auch schon mal lang gefahren und weiß. Ich würde gern mal eine Zigarette rauchen. Ich weiß, dass er gerne eine rauchen möchte. Na nur gut. Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Ja, nur gut, dass die Autobahn dort gesperrt war und nicht diese hier. Sonst hätten wir da echt ein Problem gehabt. Mal wieder. So. Uah. Okay. War da nicht gerade ein Rasthof? Nee. Kommt da etwa der erste Tunnel? Ja. Thank you.
Gut. Gut, gut. Na. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Wir waren vorhin irgendwie bei 60 Kilometer oder so vor Halle. Uah. Wann kommt der nächste Rastplatz? Hey, 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 hey. Hatte ich mich erschrocken, wenn man da gestern nicht normal. So, und gleich werden wir bestimmt wieder herausgewunken. Denn jetzt gleich kommt ein Rastplatz. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Und, so wie wir es kennen, will die Polizei uns dort ja auch immer kontrollieren. Nicht wahr? Wie diesmal etwa nicht? Doch. Ja, es hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Das hätte mich sehr gewundert. Ich krieg hier noch eine Thrombose. Ja, wenn du eine Thrombose kriegst, dann reich die Klage ein, bitte. Und verklage die TML-Studios. Denn ich bin nicht für das Pausendilemma verantwortlich. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Also ich allerdings schon. So, Führerschein, jawohl. 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 Wunderbar. Na, das haben wir mal nett. Alle angeschnallt. Guck mal einer an. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja, ich versuch's sogar für dich, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht funktionieren wird. So. Nee, wir können ja mal zur Sicherheit nochmal speichern. Aber... wir können auch noch mal laden. Aber ich fürchte... dass das nichts bringen wird. Patchroute 3. So. Jo, Loading. Den Ladebildschirm habe ich heute auch noch gar nicht gesehen. Absolut nicht. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Das weiß ich doch. Na, es hat leider nichts gebracht. So ganz und gar nichts. Es tut mir ja leid. Ich hätte das auch gerne anders gehabt. Aber es ist nun mal nicht möglich. Wenn sich der Fehler einmal eingeschlichen hat, lässt sich der Thermosimulator auch nicht überzeugen, ihn auszumerzen. Tja. Können Sie mal eine Pause einlegen? Kann ich nicht. Hast du nicht mitgekriegt gerade, Kollege? Also warte mal, hatten wir den... Nee, wir hatten erst den ersten Tunnel, ne? Dann kommt also gleich nochmal ein Tunnel. Ja. Und da ist er auch schon. Ach. War da nicht gerade ein Rasthof? Diesmal fahren wir sogar auf der freigegebenen Spur. Vorhin, als wir durchgefahren sind, war die rechte Spur gesperrt und die linke freigegeben. Jetzt ist es genau umgekehrt. Na dann. Ist das also alles random?